Hallo und willkommen zurück zu Lost Odyssey. Wir rennen hier nochmal raus, denn das letzte Mal waren wir noch nicht ganz fertig mit dem Quatschen der Leute. Und vielleicht ist ja hier und da noch irgendwas Wichtiges. Zack, zack, zack. Schnell zurück. Da hinten haben wir aufgehört. Ich glaube, es war ungefähr hier. Genau, da haben wir noch das Poster. Dich haben wir bequatscht. Du... Diese Typen von Raab sagen doch... Rat, nicht Raab. Sagen doch nur Dinge, die sie gut aussehen lassen. Hört die Gespräche in einigen der Wirtshäuser an. Okay, genau das haben wir jetzt vor. Denn es gibt noch ein Wirtshaus. Nämlich das hier. Und da gucken wir mal, was hier los ist. Viele Menschen. Na, unter uns, ich glaube, dass Gongora-König Sifa... oder Saifa getötet hat. Die magische industrielle Revolution ist der Beweis. Ja. Es gab schon immer Gerüchte, dass König Sifa ermordet wurde. Wenn das stimmt, wette ich auf den Vorsitzenden Roxia. Wolltest du etwas bestellen oder würdest du mir vielleicht etwas ausgeben? Kommt ganz drauf an. Der Rat sagt, wir hätten den Krieg gewonnen. Aber er ist wirklich ein Sieg, wenn wir... Wenn so viele ihr Leben verlieren? Mein Schwiegersohn war im Hochland von Wohl. Wir wissen nicht, was mit ihm ist. Meine Enkel sind noch so klein. Ah, oh, eine Vase. Und da drin ist Geld. Warum stecken Leute in so einem öffentlichen Raum Geld in ihre Vasen? Naja, das sind Dinge, die wir nicht verstehen müssen. Okay, schön. Wunderschön, wirklich. Keim hat Talent. So, der Wirt weiß doch immer was. Der Krieg ist vorbei, aber die schwere Zeit geht weiter. Pah, wie wär's mit etwas zu trinken, um die Sorgen kurz zu vergessen? Ja. Nicht heute. Der Angriff der Kents wurde zurückgeschlagen, aber unsere Armee wurde vernichtet. Was passiert jetzt mit uns? Wir werden sehen. Kommt wohl ganz drauf an, was Keim... beim großen Stab so findet, wenn es denn damit was zu tun hat. Eine Wasserbombe. Und ein Samen, mal wieder. Anscheinend ist Goza vom Norden aus Drahtzieher des Kent-Angriffs. Ich nehme an, dass die Ura letztendlich direkt angreifen werden. Diese Kentbässchen müssen Ura angegriffen haben, um unsere magische Industrie zu übernehmen. Du bist also der Unsterbliche, der den Vorfall im Wohlhochland überlebt hat. Bist du überhaupt ein Mensch? Oh, das mit der angeblichen Unsterblichkeit hat sich also schon rumgesprochen. Naja, klar, sowas bekommt man halt mit. Einziger Überlebender auf so einem Schlachtfeld. Meteoriteneinschlag. Puh, ist doch nix. Das ist die Hauptstraße der Stadt Ura. Hier kann man einkaufen und alle anderen Dinge erledigen, die nötig sind. Alles war gut, als der alte Sifa König war. Mit diesem Land stimmt etwas nicht, seit eine Republik geworden ist. Da haben wir schon wieder was. Ein Mana-Kraut diesmal. Eine Katze, wie süß. Die bringt uns nichts. Meine Güte, du siehst erledigt aus. Direkt da drüben ist ein Gasthaus. Ruh dich ein wenig in einem richtigen Bett aus. Ja klar, machen wir alles noch. Das Gasthaus ist ja unser eigentliches Ziel momentan. König Sifa hat vor 12 Jahren über Ura geherrscht. Nach dem Tod der Königin konnte er sich jedoch nicht mehr dazu bringen, sich um die Politik zu kümmern. Der Ehemann der jungen Frau nebenan ist nicht vom Schlachtfeld heimgekehrt. Was für eine Schande. Sie waren so ein hübsches Paar. Meint ihr die? Ich frage mich, was Fürst Tolden, der Sohn von König Sifa, jetzt tut. Er war sicher nicht leicht für ihn, ständig mit seinem ruhmreichen Vater verglichen zu werden. Okay, Leute. Ich weiß, das Gequatsche ist viel. Aber wie gesagt, versprochen, es ist bald vorbei und es kommt dann lange Zeit nicht mehr so viel Gerede. Und es hilft euch ja auch ein bisschen die Welt und das Politikgeschehen und so kennenzulernen in Lost Odyssey.
Ist halt nicht jedermanns Sache, kann ich verstehen. Der Ladenbesitzer verreist oft, um hochwertige Gegenstände zu finden. Sein Enthusiasmus ist schön, aber wir können nichts kaufen, wenn er weg ist. Das regt mich auf. Ja, und dann lässt er das Geschäft offen. Das ist auch ein bisschen unklug, taktisch. Okay, er ist nicht da. Da können wir nicht rein. Gemeine Sache. Wir sollen anscheinend noch nichts kaufen können. Ja, die habe ich schon geredet, mit dir auch. Man hört oft, dass die magische Macht das Leben für jeden erleichtert hat. Aber ich würde gerne wissen, warum sie plötzlich aufgetaucht ist. Vielleicht erfahren wir das ja noch. Der Krieg ist endlich vorbei. Doch wie viele hat unsere Landsleute gekostet? Ja, wir wissen's. Magische Motoren sind so nützlich. Ich weiß nicht, wie wir jemals ohne sie auskommen konnten. Noch vor 30 waren sie unglaublich selten. Ja, das ist wie bei uns. Wir können auch ohne den Strom nicht mehr auskommen. Du warst im Hochland von Wohl, oder? Mein Sohn war auch in dieser Schlacht. Kennst du ihn? Ist er noch am Leben? Das weiß ich nicht. So, wir gehen noch nicht ins Gasthaus. Wir gehen noch in neue Gebiete. Das mache ich immer so. Man hat ein Ziel. Wo geht man hin? Überall hin, nur nicht zum Ziel. Man könnte ja noch was finden. Das Industriegebiet dort unten ist das Symbol der magischen industriellen Revolution. Die Menschen, die hier leben, machen den üppigen Lebensstil von Ura möglich. Seht ihr, da haben wir schon wieder einen Samen. Wie gesagt, die werden noch wichtig, diese Samen. Dreimal Wetzstein. Ein Ball. Yeah! Komm, kick rüber. Was ist mit dir los, Junge? Niemand sonst ist heute hier. Der Park gehört uns. Nein, er gehört mir. Geil, was ist denn das? Boing, boing. Nette Spielereien. Da können wir was auftreten. Heilungsmedizin. Eine Katze. So viel schöne Dinge. Was gibt's hier noch? Nix. Hat das Ding, das man aus dem Ding gesehen hat, ja. Das Teil, das man halt aus dem Intro gesehen hat, kurz. Damit kann man schöne Musterspielchen machen, aber Mama wird böse, wenn ich nicht bald zu Hause bin. Aber ich will noch nicht etwas spielen. Ja, dann spiel doch. Ihr steht nur dumm rum. Der Sohn dieser Frau starb im Wohlhochland. Ich hoffe, meinem eigenen Sohn und Neffen geht es gut. Ich habe nichts von ihnen gehört. Er ist so ein lebhafter Junge. In meinem Alter kann ich nicht mehr mit ihm mithalten. Ihr den Besitz des uranischen Soldaten übergeben. Erinnert ihr euch? Da haben wir ganz am Anfang etwas gefunden. Ein Namensschild war das, glaube ich. Ich habe meinem Sohn diesen Glücksbringer gegeben. Das kann nur eins bedeuten. Ich wusste es. Ich habe mich selbst getäuscht, wirklich, aber ich wusste es. Es war das Namensschild meines Großvaters, ein Andenken an einen Krieg, den er wundersamerweise überlebte. Er hat mir erzählt, dass ihm ein anderer Soldat im Krieg das Leben gerettet hat, aber sein Namensschild war wohl nicht genug, um dasselbe für meinen Sohn zu tun. Danke für die Mühe, mir das zu bringen. Es gibt mir diesen Krieg so viele Familien, die nichts haben, um sich ihrer Verstorbenen zu erinnern. Es ist vielleicht nicht viel, aber du sollst dies bekommen. Ich hoffe, du schaffst es bis zur Pensionierung, Soldat. Giftiges Öl. Hallo? Ist das dein Dank? Du gibst mir giftiges Öl? Naja. Oh, wie schön. Ja. Naja, so genau darf man es nicht nehmen. Giftiges Öl ist natürlich eine Komponente. Da schauen wir auch bald mal wieder rein. Das riesige Haus da drüben gehört dem Zauberer Gongora. Es gibt Gerüchte, dass er Magie für einige extreme Experimente einsetzt. Er hat ja jetzt Hausarrest, da kann er sich ja austoben. Magma-Fragment. So. Ach, ich sag's euch ja, die Stadt ist riesig und wir sehen ja nur die Hälfte. Entschuldigung, aber hier darf niemand durch. Zum Beispiel deswegen. Leutnant Argona, der Ratsangehörige Gongora ist momentan suspendiert.
Sie sind wohl mit Ihrem eigenen Auftrag beschäftigt, oder? Ja, eigentlich schon. Luftbombe. Was die Items bedeuten und so, das gehe ich alles noch mit euch durch später, wenn es soweit ist. Noch ein Samen. Zack. Samen. Ja, es ist ein bisschen heftig gemacht, finde ich, also. Kaltwasserstein. Alles her damit, wenn sonst keiner will. Da geht nichts. Da ist noch ein Hund. Und Szenenwechsel. Gongoras Anwesen, der Garten. Meine Güte, da hat er sich aber was eingerichtet hier. Nicht ohne. Scheint ja doch ein wichtiger Kerl zu sein. Wenn auch etwas suspekt, sage ich mal. Er wurde sicher, na, ich weiß nicht, vielleicht wurde er zu Recht in die Schranken gewiesen. Vielleicht aber auch nicht. Fürst Gongora empfängt zurzeit niemanden. Versuche es morgen wieder. Ehrlich? Auf Befehl des Rats der... Ja, ja. Ist ja gut. Ich finde das immer etwas zu übertrieben, wie Keim rennen kann. So, so, ich glaube, wir haben ja alles gecheckt. Was war denn das? Okay, gehen wir zurück. Und ich glaube, dann sind wir vorerst mit der Stadt fertig, denn... Hey, warte mal. Ach nee, lass es, komm, lass es. Da war nix. Wenn wir jetzt da nach links laufen, da sind wir ja im bereits bekannten Gebiet. Meine ich. Nochmal kurz checken. Ja, da haben wir erkundet. Deswegen können wir jetzt seelenruhig in die Gaststätte. Wir sollen ja schlafen. Aber bevor wir schlafen, schauen wir uns natürlich auch noch ein bisschen um. Ist doch klar. So. reiselustige Esther. Ich habe von der Hauptstadt Ura nichts anderes erwartet. Alles ist so groß und überall gibt es magische Motoren. Ich war schon seit vielen Jahren nicht hier. Die magischen Motoren sind neu, aber die Gebäude und Straßen haben sich gar nicht verändert. Ja, ein Glück. Sonst würden wir in so einer Final Fantasy 13 Welt rumrennen, wo mir persönlich der Breschreiz hochkommen würde. Was machst du hier an der Hintertür? Du gehörst nicht hier raus. Moment, das entscheidet immer noch ich hier. Ich guck mal, ne? Na. Was machst du hier an der Hintertür? Hin und her laufen, super. Da war ich schon, ne? Ja. Speichern tun wir jetzt nicht. Gehen wir mal hoch. Noch ein Samen. Hallo. Hey, was ist das für eine Truhe? Ein Rittertalisman. Sehr schön. Dazu sage ich, das war ein Zubehörteil. Dazu sage ich euch bald was. Ura Straßenkarte. Großes Tor. Okay. Großes Tor. Dieses herrliche Gebäude. Ja, okay, ich weiß. Stadtzentrum. Ich denke, das ist relativ klar. Der Palast. Okay. Verkehrsmittel. Das sind jetzt so Dinge, die ich jetzt nicht vorlese. Ich weiß nicht. Also, das haben wir ja alles schon gesehen zum Teil. Oder werden es noch sehen. Da brauchen wir keinen Reiseführer. Ich bin ja indirekt euer Reiseführer. Ist hier jemand? Einfach mal alles durchchecken. Gästebuch. Liebe Gäste, habt ihr Fragen, Anmerkungen? Wir waren hier auf Hochzeitsreise. Schön. Es hat die ganze Zeit geregnet. Wie soll man da Spaß haben? Das schlechte Wetter verfolgt mich einfach. Tja. Ich war zum ersten Mal in der Stadt. Es war eine interessante und lehrreiche Reise.
Ich war hier, um meinen Sohn der Armee zu übergeben. Ich bin Einschienenbahn gefahren. Alles ganz schön, aber ziemlich belanglos, glaube ich. Es reicht ja schon, wenn wir die ganzen Leute, wenn wir denen Aufmerksamkeit schenken. Wenn wir jetzt noch diesen Büchern, würden wir überhaupt nicht mehr weiterkommen. So. Ah, da ist mal jemand. Bist du schon lange in Ura? Ich bin zum ersten Mal hier. Ich suche Arbeit, um etwas aus meinem Leben zu machen. Na dann. Verschlossen. Und zack. Ein Bett. Okay, das war's. Bei dir war nix sonst, keine Kiste und so. Das ist ja traurig. Kein Wunder, dass du Arbeit suchst. So, ja, ich möchte einchecken, bitte. Als Keim in den Schlaf gleitet, erwacht der Traum. Ein Traum? Vergangenheit? Im Augenblick kann er das nicht wissen. So Leute, ihr seid es ja schon von mir gewohnt in Zwischensequenzen, auch wenn sie etwas stumm verlaufen, bin ich immer komplett ruhig, um einfach die Atmosphäre hochzuleben zu lassen. Und jetzt stößt Keim auf eine Erinnerung, die tief in seinem Herzen verschlossen war. Sprich, das sind diese Träume, die es in Lost Odyssey gibt. Träume sind Kurzgeschichten, die man lesen kann, aber nicht muss. Und genau aus diesem Grund werde ich die separat aufnehmen. Ich werde auch eine Playlist erstellen, wo alle Träume drin sind, übrigens kommentarlos, wie schon erwähnt. Ich kann euch sie sehr empfehlen, es sind schöne Geschichten, sie haben schöne moralische Hintergrundgedanken, auch sehr philosophisch gehalten, auch oft melancholisch. Ist mal was anderes. Wenn ihr prinzipiell Lust habt, sowas zu lesen, dann schaut einfach mal rein und liest. Das sind so, was weiß ich, so 10 bis 15 Minuten, die man da mit Lesen verbringt. Ist einfach, und ich finde es einfach besser, als wenn ich es vorlesen würde. Die Stimmung, wenn man es selbst liest, ist einfach besser, meiner Meinung nach. Wenn euch das aber nicht zusagt, was ich auch verstehen kann, dann bleibt einfach bei diesem Part weiter, denn hier geht's jetzt einfach ohne Traum weiter. Jo, also weiter geht's. So, das war der erste Traum von vielen. Das Tutorial brauchen wir nicht. Man kann die Träume jederzeit halt im Menü nachlesen, das wollten sie damit sagen. Ich werde übrigens die Träume in diesen Parts auch immer verlinken, also in der Beschreibung, damit ihr immer direkt zum Traum hüpfen könnt, falls er euch interessiert.
Gut geschlafen? Leider habe ich noch keine Nachrichten. Wir nehmen hier alle Nachrichten für dich in Empfang. Also sieh dich ruhig draußen ein bisschen um. Sicher müsstest du das Grauen des Schlachtfelds vergessen. Oh, ach übrigens, du darfst alle Gegenstände benutzen, die du hier findest. Sind Aufmerksamkeiten des Hauses. Ja, danke, ich habe mich schon bedient. Eine kurze Pause, Aufnahmecheck. So, alles bestens. Machen wir weiter. Ja, wenn die sich nicht melden, dann habe ich noch was anderes zu tun. Huch. Ups, Verzeihung. Pass auf. Hey, pass auf. Tut mir leid. Folgst du mir? Du bist kein Argonath. Ich meine, Fürst Gongora hat mich beauftragt. Wirklich? Ich soll dir sagen, dass du ihn aufsuchen sollst. Er muss dir was Wichtiges sagen. Wer bist du? Jensen, Bote von Fürst Gongora, zu Diensten. Was für ein Auftritt. Jo, oh. Oh. Jetzt haben wir Jensen kennengelernt. Ein Spaßvogel. Aber bevor wir jetzt zu Gongora gehen, liebe Freunde, denn jetzt nach dem ersten Traum sind auch weitere Träume überall freigeschaltet. Und deswegen müssen wir jetzt, weil wir wollen ja alles in diesem Spiel erreichen, müssen wir ein paar Orte nochmal aufsuchen. Und vielleicht fällt es euch schon auf, der Typ war vorher noch nicht da. Warte mal, du kommst geradewegs aus dem vom Schlachtfeld, oder? Schätzen wir beide Schulden jemand da oben ziemlich was, hm? Ich fühle mich mies, wenn ich an all meine toten Kumpels denke. Aber meine Familie noch einmal sehen zu können, man, ein tolles Gefühl. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dort wirklich lebend herauskomme. Ich weiß noch gar nicht, was ich tun werde, wenn es an der Zeit ist, an die Tür meiner Familie zu klopfen. Und da stößt Keim wieder auf eine Erinnerung. Nur noch eine Nebeninfo, Leute. Ihr verpasst von der eigentlichen Story überhaupt nichts, wenn ihr die Träume nicht lesen wollt. Die Träume, das sind wirklich komplett separate Kurzgeschichten, bis auf wenige, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Und auf die Ausnahmen werde ich euch auch darauf hinweisen, wenn es soweit ist. Aber ansonsten sind das absolut eigenständige Kurzgeschichten, die nichts mit der Handlung zu tun haben. Also ihr verpasst im Grunde nichts, wenn ihr auf die Träume keine Lust habt. So viel nur dazu. Und nun ein Traum. Wieder. Und wieder einen Traum erlebt. Ich gehe mal ganz kurz hoch, ob da auch noch ein Traum war. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Anscheinend nicht. Weil die kommen dann immer automatisch, wenn man in die Nähe läuft, glaube ich. Okay. Weil man kann auch leicht Träume übersehen. Und das muss man dann jetzt schon machen. Später könnten sie weg sein. Da hinten war kein Traum mehr, also weiter. Jetzt können wir auch... Hast du das gehört? Einer meiner Kontakte im Rat hat mir erzählt, dass der Ratsangehörige Gongora auf seinem Privatsitz eingesperrt wurde. Moment, Leute. Kurzen Moment. So. Ich muss die Musik etwas leiser machen. Könnte das stimmen? Also sind die Soldaten vor dem Haus nicht zu seinem Schutz da, sondern um ihn gefangen zu halten? Ja, schauen wir uns das mal an. Wir sollen ja eh zu ihm. Ja, ich habe die Musik gerade etwas leiser gedreht, weil ich sie bei den Träumen immer hochstelle, weil ich da ja eh kein Wort sage. Aber jetzt... Ah, das wollte ich mir das letzte Mal anschauen. Ah, war doch was.
Jetzt haben wir es. So, ich glaube, da hinten wartet ein Traum auf uns. Okay, Leute. So, das war Traum Nummer 3. Für alle Nicht-Leser, das einzig Interessante, was man vielleicht erwähnen sollte, Keim ist nicht nur unsterblich, er ist anscheinend auch sehr alt, nämlich 1000 Jahre. Davon wurde gesprochen. Deswegen steht ja auch da immer das Jahrtausend der Träume. Nur mal so eine Info am Rande. Und klar, in 1000 Jahren hat man viel erlebt und da kommen manchmal auch Träume in Form, andersrum, da kommen alte Erinnerungen in Form von Träumen. So, da sollen wir hin. Ich glaube, speichern wir mal wieder an der Zeit, doch, ja. Haben wir schon lange nicht mehr. So. Mal schauen, was Gongora von uns möchte. Wenn wir denn jetzt rein dürfen. Das sind immer noch die Wachen. Na? Fürst Tolton ist gerade zu Besuch. Einen Moment bitte. Ja. Hausarrest geht zu weit. Ich habe Roxian deswegen energisch widersprochen. Kopf hoch, Gongora. Danke, Eure Majestät. So viel hätte ich nie von euch verlangt. Euer Vater wäre stolz auf euch. Ich könnte niemals seinen Platz einnehmen. Und nun, da Ura eine Republik ist, bin ich ein einfacher Bürger wie alle anderen. Nicht Eure Majestät. Ich respektiere das königliche Blut in euren Adern. Es ist nur recht, euch den schuldigen Respekt zu erweisen. Unsinn. Die Leute halten dich noch für einen Dissidenten, der die Monarchie zurückhaben will. Ich freue mich sehr, dass ihr mich besuchen kommt. Ihr wart immer so gütig. Du hast mich die Grundlagen der Magie gelehrt. Natürlich liegst du mir am Herzen. Ich verstehe Roxian nicht. Er will offenbar den großen Stab nicht weiterbauen. Das macht mich wütend, Gongora. Die ganze Nation hat von der Magie profitiert und doch versteht er die Bedeutung des großen Stabs nicht. Wie viel besser wäre das Leben unseres Volkes, wenn der große Stab die magische Energie vermehren würde? Wir bräuchten keine Soldaten. Du hast die Zukunft von Ura gesehen und wie der große Stab sie einläutet. Unter Roxians beschränktem Blick kann das Volk nicht wachsen. Verzeih, dass du das sehen musstest. Aber nein, ich bin froh, dass Eure Majestät das versteht. Auch wenn sie den Bau stoppen, wir können einen neuen und besseren magischen Motor bauen. Sag mir, was du brauchst, Gongora. Ich kann dir helfen. Ich bin unwürdig, Majestät. Bitte, hier entlang. So. Okay, weiter geht's. Also ich finde diese Synchronstimme von Tolton so grauenvoll, die deutsche. Oh.
Fürst Gongoga wartet im Studierzimmer im ersten Stock. Sie können den Lift vom Zentrallabor nehmen. Ja klar, aber zuerst schauen wir uns hier ein bisschen um. Wer weiß, ob wir da nochmal reinkommen. Ja, ich weiß. Was ist da? Also ich bin echt am Überlegen, ob ich nicht vielleicht die englische Sprachausgabe einstellen soll. Okay. Da ist nix. Nur blöderweise sind manche Unterhaltungen dann nicht untertitelt. Was für die Leute, die Englisch nicht so gut können, natürlich dann ein bisschen blöde ist. Naja, überlege ich mir noch. Man kann es ja jederzeit wechseln. Was haben wir hier? Hier ist ja gar nichts los. Schön, Sie zu sehen, Leutnant Argona. Fürst Gongora erwartet Sie. Yo, yo. Ein bisschen muss er sich noch gedulden. Und man hört schon die Maschine im Hintergrund. Hervorragendes Timing, Leutnant Argona. Prinz Tolden ist gerade gegangen. Ja, das haben wir gesehen. Diese miesen Kerle im Rat. Wie können sie es wagen, sich Fürst Gongoras Forschung in den Weg zu stellen? Sicherheit geht vor. Ah, ein Mülleimer. Da freut sich kein. Nein, ich wollte noch gar nicht dahin. Ich wollte mich nur umschauen. Ah, diese Frau. Wie kann sie ohne mein Wissen in Ura sein? Ah, okay. Ich bin noch gar nicht hoch. Gut, gut. Vielleicht ist da ja noch was. Ich meine sogar zu wissen, dass da noch was ist. Da, ein Mülleimer. Juhu. Samen. Jawohl. Und da ist eine Hintertür. Oh, holla. Feuerbombe. Eine Berserkerkette, Zubehör. Und noch ein Zubehör, das Falkenauge. Ja, das hat sich ja mal gelohnt. Und guck mal, da hinten können wir auch noch was machen, eben. Greifen. Aber nicht von dieser Seite. Komm mal so rum. Mal gucken, was wir da machen können. Jetzt da durch. Aha! Naja, super. Magma-Fragment. Klingt jetzt nicht so toll. Wie gesagt, das schauen wir uns alles bald an. Sobald wir die Stadt verlassen, machen wir eine große Inventarschau, wo ich euch auch alles Notwendige noch erkläre. Aber noch sind wir hier beschäftigt. Ich glaube aber, das war's und wir können jetzt zu Gongora. Joa. Weil da links die Tür, da würden wir nur auf der anderen Seite rauskommen. Der Aufzug geht nicht. Also bleibt nur noch der eine Weg. Nämlich hier. Hopp. Rein mit dir. Gut, du bist hier. Ich bat dich nur aus einem Grund her. Einen Moment. Was ist?
sein. Jetzt wird's ernst. Hey, warte. Reg dich bloß nicht künstlich auf. Ich bin nicht bewaffnet, okay? Langsam. Warum bist du hier? Ich sagte doch, ich bin nur ein Bote. Ich wollte sehen, ob du wirklich kommst oder nicht. Und da bist du ja. Das reicht, Keim. Er gehört zu uns. Danke. Wurde aber auch Zeit. Wir brauchen ihn. Er ist schlau und schnell und hat viele Verbindungen. Nimm ihn auf deine Nachforschungen beim großen Stab mit. Auf keinen Fall, Sir. Ich wusste, dass er das sagen würde. Er mag mich wohl nicht. Und diese andere Unsterbliche, die dich begleitet, sie könnte gefährlich sein. Wieso? Die Frau war früher Piratin. Ich weiß nicht, wie es kam, doch jetzt ist sie in unserer Armee. Aber wie dem auch sei, mehr weiß ich nicht über sie. Du wirst Jensen mitnehmen. Er kann sie im Zaum halten. Er mag ja seine Fehler haben, aber er kann wirklich gut mit Frauen umgehen. Ah. Ja, sie soll ja echt umwerfend sein, diese Kleine. Ein echter Feger. Okay, verstehe schon. Ihr lacht wohl nur im Keller. Piratin? Schon gut. Verstanden. Okay, dann bis später. Ich kann's kaum erwarten. Denk daran, Keim. Nur dir kann ich vertrauen. Ich kann hier vorerst nicht weg. Der große Stab ist mein Lebenswerk. Wenn etwas nicht stimmt, sollst du mit deinen besonderen Fähigkeiten herausfinden, was es ist. Verstanden? Du wirst noch instruiert. Geh jetzt. Ja, ich komm dann nach. Der Typ ist eine echte Frohnatur. Hier für deine Mühe. Oh, nett. Wisst ihr, mein Fürst, ehrlich gesagt, mit dem Kerl zu arbeiten scheint sehr gefährlich zu sein. Habt ihr mal seine Augen gesehen? Echt unheimlich. Ich habe kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich meine, da wird dieser kleine Vorschuss wohl kaum ausreichen. Versteht ihr? Ich meine, da müsst ihr noch ein bisschen was drauflegen. Du hast hier nichts zu fordern. Tu, was man dir sagt. Okay, ich hab ja verstanden. Ist ja gut. Ist dir dein Lohn immer noch zu niedrig? Okay, also jetzt mal ganz im Ernst, Chef. Ich hab keine Lust, für die paar Kröten meinen Kopf zu riskieren. Na gut. Ich will ja mal nicht so sein. Kurze Pause. So, weiter geht's. Also wird uns Jensen wohl auch begleiten. Dann haben wir schon eine kleine Gruppe zusammen. Na, das kann ja was geben. So, hier haben wir alles erledigt und raus mit uns. Ich schätze, wir werden in diesem Part es gerade noch schaffen, die Stadt zu verlassen. Mal gucken. Dann mal los. Haben wir noch was zu tun? Ich glaube nicht. Müssen wir noch mal zum Rat? Bin mir gerade nicht sicher. Hey! Ich hab dich überall gesucht. Ich weiß von der Sache mit dem großen Stab. Wir zwei haben wohl den Kürzeren gezogen. Diesmal müssen wir wohl mehr tun, als nur zu überleben, ha? Huh? Immer was Neues. Und was hast du vom Rat erfahren? Geht dir nichts an. Ach, wirklich? Hey, kennen wir uns nicht irgendwoher? Hm? Ach, mach doch nichts, wenn du dich nicht erinnerst. Ich auch nicht. Du also auch nicht, hm? Ich erinnere mich an überhaupt nichts. Ich weiß nur, dass ich wohl Cerse Belmont heiße. Ach, angeblich war ich mal Piratin. Ach,
seltsam. Beide ohne Gedächtnis und unsterblich. Vielleicht sind wir uns schon begegnet. Kommt mir so vor, wenn ich dich ansehe. Ob wir damals wohl Feinde waren? Gefährten? Oder vielleicht gar ein Paar? Freust du dich schon auf unsere Reise morgen, Kaim Argonar? Morgen? Der Rat hat also noch nicht mit dir gesprochen? Du brichst morgen zum großen Stab auf. Ich dachte, du wüsstest das schon. Ach, übrigens, ich begleite dich auf deinem Ausflug. Ach, du kommst also auch mit? Zu spät kommen ist streng verboten. Okay. Morgen geht's los. Das heißt für uns schlafen gehen. Denn wir haben hier nichts mehr zu tun ansonsten. Damit wir auch mal wieder was anderes wie eine Stadt sehen. Und das werden wir dann auch lange Zeit. Keine Sorge. Willkommen, ich habe vorhin eine Nachricht vom Rat erhalten. Du sollst dich für die nächste Mission beim großen Tor melden. Wenn du zum Bahnhof willst, kannst du entweder die Einschienenbahn oder ein Taxi zum großen Tor nehmen. Sei vorsichtig. Ah, sehr schön. Jetzt können wir also auch, willkommen im Gasthaus, bitte nehmt Zeit. Ich glaube, wir müssen gar nicht schlafen. Ich glaube, wir können jetzt sofort loslegen. Machen wir auch. Andererseits, zeitlich, langsam ein Schnitt. Ich hole noch eine Kleinigkeit und werde dann speichern, Leute, denn ich weiß, da hinten wartet noch ein Traum auf uns. Den machen wir dann eben noch schnell. Und dann können wir das nächste Mal ganz geschwind mit dem Taxi zum Tor fahren, weil dann auf dem Zwischenweg nichts mehr ist, wisst ihr? Dann können wir nämlich hier dann auch speichern. Aber wo genau war der Traum? Da war irgendwo... Ups, du warst nicht. Dann muss es eine Etage tiefer sein. Höher. Oder tiefer? Höher. So. Also dann, Traum Nummer 4. Wer will, kann in der Beschreibung den Link anklicken. Ich sollte vielleicht das noch lesen. Weißt du, mein Vater arbeitet in einer Magie-Produktionsfabrik. Er ist da der Chef von allen. Ich bin eigentlich von gar nichts der Chef. Aber ich bin froh, dass sie stolz auf mich ist. Alles, was ich mache, tue ich für sie. So, dann bis gleich. So, Leute, das war der Traum und somit auch der Ende des Partes. Im nächsten XXL-Part, beziehungsweise in den nächsten Short-Parts, werden wir dann endlich die Stadt verlassen und mal was von der Welt sehen. Dann geht's erst richtig los, dann erkläre ich euch auch das Magiesystem, das Skillsystem und alles drum und dran. Dann wird's richtig lustig hier. Speichern. Und dann wünsche ich euch noch was. Bis demnächst.